Also die ersten 1,5 Stunden hätte man jetzt auch so ein bisschen im Industriegebiet um München rumgehen können. Aber meine Frau sagt ja, ich soll nicht immer so negativ sein. Für die, die überlegen, in Lyon zu starten, vielleicht einfach ein bisschen außerhalb, ein bisschen westwärts, in den nächsten Ort, Argason oder so ähnlich. Aber bis jetzt. Hey, wie komme ich auf die Idee und nehme aber tierte Winterjacke mit? Und dann einmal eine kurze Hose. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Wir sind jetzt so wirklich in der richtigen spannenden Gegend und aber einfach mal ein bisschen relaxen, 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Alles hat ein Ende, nur die Straße, die hat keins. Ist gerade ein bisschen demotivierend. Ein bisschen. Aber ich habe keins von den 2 Autos angehalten in der letzten Stunde, die hier vorbei sind. Und außer mir wandert hier auch keiner. Aber es scheint nur der richtige Weg zu sein. Aber das kann mir keiner erzählen, wenn es in 2-3 Monaten hier noch heißer ist, dass es irgendjemand Spaß macht. Ich meine, das hat dann was mit Selbstgeißelung zu tun. Das ist dann der Büßerweg nach Compostela, glaube ich. Heute hat es so 21, 22 Grad. Es geht, ich meine, der Teer, der strahlt schon, aber puh, ist halt echt viel Teer heute. Naja, Tag 1. So, nach dieser ewig langen Teerstrecke hat sich jetzt Gott sei Dank die Beschaffenheit, hat sich die total geändert. Aber nicht die Art der Strecke. Oh Gott, geht's noch, los geht's. Jetzt gehen wir da Dampf aus. Zieht ganz schön die Waden und ein bisschen was zu trinken habe ich noch, aber kein Mensch unterwegs. Ja. Das ist Wahnsinn. Hey, die Geschäftsidee. Gemauerte, solarbetriebene Kältegetränkeboxen dahinstellen. Hey, das ist bei 250.000 Pilger im Jahr so eine sichere Sache, oder? Boah, so ein kühles Wasser. Oh, eine Pause. So, den letzten Kräften habe ich mich zu einer Tankstelle durchgeschlagen. Weit und breit war nichts anderes. Und natürlich Wasser gekauft, aber ich will jetzt ja nichts hören von irgendwelchen Gesundheitsattesteln. Hey, 1 Liter kalte Vanillemilch. Das ist so geil. Super. Noch die Schultern frohen Mutes kann ich jetzt losstarten, das ist super. So, allmählich dämmert es mir.
Das ist unfassbar. Ich bin jetzt 8 Stunden unterwegs. 8 Stunden heute und ich habe eine Gruppe Radlfahrer gesehen, also Pilgerradler, Radlpilger. Und sonst keinen einzigen Wanderer, keinen einzigen Wanderer. Und jetzt waren echt lange Strecken ohne Schatten. Und ich bin jetzt gerade ziemlich matschig. Ich habe. Oh, Scheiße, ich habe einen Krampf hier oben an den Schultern. Ich kann die Kamera kaum halten. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rucksack jetzt nochmal hochbringe. Aber ihr wollt es ja so. Jetzt bin ich in Gozo und jetzt geht es nach Rabanal. Und eigentlich wollte ich dann halt nochmal 10 Kilometer gehen. Schauen wir mal. Scheiße. Pause. Jetzt fühle ich mich schon wie so ein echter Caminero. Blattfüße, Sonnenbrand, aber noch keine Blase. So, das war jetzt Rabanal. Ich habe es geschafft. Keine Ahnung wie, irgendwie ging es dann einfach besser. Wahrscheinlich weil ich gar nichts mehr gespürt habe deswegen. Und jetzt ist folgendes. Jetzt ist es bis um 4 Mal Pause, ist jetzt ein paar Feigen. Und eigentlich möchte ich heute noch nach Manjarin. Manjarin, da heißt es von Aussteigern in Templertradition geführte urige Herberge. Das haben wir glaube ich in den Filmen auch gesehen. Das ist glaube ich ganz witzig. Es sind noch 10 Kilometer. Ich habe bis jetzt bin ich gegangen 38, die 10 gebe ich mir noch halt. Ja, aber noch 3 Stunden Zeit, quasi bevor es dunkel wird. Ja, viel Spaß. Ich gehe auf die letzten Kilometer zu der Herberge, den Berg hoch, nichts denkend. Und auf einmal ist dieses Cruz de Ferro, das eiserne Kreuz da mit den ganzen Steinen. Da komme ich jetzt gleich vorbei. Was man in den Filmen aber auch nicht sieht, ist, dass es direkt in der Straße ist. Es sind auf jeden Fall schon eine ganze Menge Steine zusammengekommen, oder? Das waren jetzt halt 47 Kilometer und jetzt bin ich froh, dass ich die Jacke dabei habe, weil ich glaube, ich ein bisschen viel Sonne abkriegt und jetzt ist es schön warm. Wir sind hier auf dem Berg, da ist ein bisschen der Wind, aber ist schon cool, 47 Kilometer, wow. Und jetzt relax ich einfach noch und um 7:30 gibt es irgendwie Linsen, super. Und dann freue ich mich aufs Bett. Happy day, yeah!
schneebedeckten Berge, das sehe ich schon seit Anfang meiner Tour. Ich hoffe, dass ich da nicht drüber muss. Unterwegs und habe ungefähr 18 Kilometer, 16,5, 17 Kilometer, glaube ich, bin jetzt gegangen. Und die letzten 10 Kilometer, glaube ich, waren nur Passstraße bergab, ganz schön Knödel in die Wadel, aber deswegen lecker, lecker, yummy, habe ich jetzt verdient. Das ist, wenn man schon zu lange allein unterwegs ist. Geht's wieder los, heute ein kleines bisschen später, aber der Kaffee war sehr gut und es nieselt schon ganz leicht, das Wetter ist halt nicht so, dafür habe ich heute auch schon meine langen Hosen an, heute gibt es also auch keinen Sonnenbrand, ich spüre meine Wadel, habe eine Blase am linken Ferse, schauen wir, wie es weitergeht, aber also wenn es jetzt gleich das Schneien anfängt, dann ziehe ich meine Jacke an. Aber da vorne ist ein bisschen hell. Hoffen wir das Beste. Heute ist der vierte Tag und gestartet bin ich bei 320 Kilometer. Also heute seit 4 Stunden nur Teerstraße. 4 Stunden und seit 3 Stunden nieselt es. Naja. Vorhin war ich total im Arsch und jetzt laufe ich bloß in Trance für mich hin. So, über den Berg drüber. Und es ist total schön, dass sie den Weg so angelegt haben. Aber es geht permanent steil bergab und wieder steil bergauf. Und das nach 20 Kilometern ist die Hölle für die Wadel. Uiuiui. Also der, wo das baut hat, der hasst Pilger. Der hasst sie.
Er hat den jetzt echt ans ausgelöscht. Hinter mir sind Schneeräumer. Heute ist Mittwoch und es hat gepisst in der Nacht und heute wird es wahrscheinlich den ganzen Tag immer so ein bisschen regnen. Aber macht uns ja nichts aus, wir gehen weiter. Yes! Die erste Entscheidung, die man treffen muss, welcher ist schöner? 7 Kilometer Unterschied. Kilometer weit kommen und jetzt ist soweit. Schneeregen und irgendwie ja, das raubt so die Motivation und da wohin musste, schaut nicht wirklich gut aus. Und weit und breit erstmal nichts, wo man sie reinsetzen kann oder so. Ich mag nicht. Ja, nutzt dann nichts. Jetzt kann ich wenigstens meinen Poncho mal hernehmen. Das war eine Stunde Aufenthalt, war total klasse, aber dann ist dann andere Pilger gekommen, zu viel der Ofen. Ich war eh schon eine Stunde dort. Und der Schnee bläst halt die ganze Zeit einfach immer ins Gesicht. Also ich meine, ich muss ja da lang. Und die ganze Zeit bläst der Schnee ins Gesicht. Naja. Jetzt auch schon die Glocken läuten. Es geht kein Meter mehr, meine Oberschenkel, die als wenn eine Messe drin steckt. Wie jetzt heute wieder? Es hat die ganze Nacht total geregnet. Jetzt ist gerade so eine Pause.
Und es ist jetzt 8 in der Früh, die Herberge war immer nur zu, abgesperrt. Ich bin jetzt einfach aus dem Fenster raus. Wie die Italiener fahren wir schon eine halbe Stunde. Aber jetzt geht's wieder los heute. Und ich glaube mir, wie die 27 Kilometer zum nächsten größeren Ring wir heute nicht schaffen. Schauen wir mal. Santiago, Camino, das hört sich für mich irgendwie wärmer an. Und jetzt gehe ich halt mal weiter, weil was soll man schon machen bei dem Wetter, außer ja, gehen halt. Und der linke Oberschenkel, der sticht und sticht und sticht und sticht und sticht. Aber entweder hört es auf oder ich komme irgendwo an. Eins von beiden. Na, das ist halt so eine. Das ist heute eine Heldentour. Servus. Wow, ich habe es heute bei dem Wetter doch nur bis nach Melide geschafft. Und damit heute auch wieder 42 Kilometer. Start 8.15 Uhr von Melide. Heute wären es jetzt mal 35 Kilometer nach Pedruso. Dann wären es morgen nur noch 19 Kilometer bis nach Compostela. Schauen wir mal, wie das Wetter heute ist. Angesagt ist eigentlich kein Regen, kein Schnee, sondern eben nur so diesig. Hinten ist schon ein bisschen leicht blauer Himmel. Schauen wir einfach mal, wie es geht. Meiner Blase, das läuft ja relativ gut, wundert mich. Oberschenkel, die tun jetzt schon wieder weh, aber es wird sich auch einlaufen. In diesem Sinne, sind wir nicht umsonst hier. Ab geht's. Unter guten Konditionen wäre es ja eigentlich fast eine Tagesetappe, gell? Aber. Schade. Außerdem, was soll ich dann? Heute Abend, den Freitag, dann habe ich nur 2 Tage. Jetzt schauen wir mal. Immerhin schon der 6. Tag ist, wo ich unterwegs bin, der Dampf schon ein bisschen ausgeht. Habe noch ein Geheimmittel mitgenommen. Das hat mir ein guter Freund mir gegeben. 5 Hours Energy Extra Strawberry. Yeah! Das haben wir extra mitgenommen, weil man dachte, für die letzte Hürde, damit die leichter fällt. Es wären jetzt so 30 Kilometer, okay. Ich glaube, das mache ich halt wirklich nicht, aber jetzt schauen wir mal, wie es da weggeht. Wow! Puh! Oh, ist da drin? Schmeckt der Hammer. Boah. Puh. Yeah. Jetzt geht's los. 5 Stunden Running, dann bin ich da.
hier eine ganze ostfriesische Delegation auf Weg nach Compostela, die gerade ihre Mittagspause macht, ne? Eigentlich, es ist Freitagnachmittag, jetzt ist 3:30. Eigentlich, oder? Eigentlich, ja. Aber meine Füße sprechen was anderes. Aber jetzt schauen wir mal. Schauen wir es einfach mal an. Los geht's! So, jetzt sind wir Monte Toso und er ist ja total verrückt. Und wenn er nicht verrückt wäre, dann würde er ja gar nicht so weit gehen, aber er geht noch bis Compostela und das sind wir ran und das Compostela. Weil er so verrückt ist. Compostela. Hey. Yeah! Grande! More grande! Cause we are the champions, my friend! Not the catch and drop. I guess Tampa.
Probieren wir nochmal. Outtake, das ist schon klar. Weil in Compostela, glaube ich, habe ich dann doch was zu beichten. Weil wenn ich mir jetzt umschaue, wo ich hier gelandet bin, ja, Grutze, fix nochmal. Das darf doch nicht wahr sein. Sackel, Zement, Halleluja. Strunzflach ist da. Arschgrad, interessiert keine Sau. Grutze, fix nochmal. Warum ich da so rumschreibe? Weil ich erlaube ihn seit über einer Stunde. Keiner, keine Sau hier. Kein Auto, gar nichts. Ich bin nicht da wieder gelandet.